Hi, hier ist Aquamarin. Wir kommen ja dem Finale von 2021 immer näher. Das heißt aber noch lange nicht, dass es mit den Trends jetzt schon vorbei ist, denn jetzt springen sogar Legenden wie ABBA und Elton John auf den Comeback-Zug auf. Mamma Mia, Dancing Queen und Super Trooper, Songtitel der wohl bekanntesten Band aller Zeiten. Aber die schwedische Popgruppe verkauft rund 400 Millionen Tonträger und stellte in den 70er Jahren die Musikwelt auf den Kopf. 1982 war aber Schluss. Es folgten Newcomer wie die 18s, die bekannte ABBA-Hits covern und moderner machten. Aber die Originalkünstler geraten nie in Vergessenheit. Wie denn auch? Bei solchen Klassikern, die man seit über 40 Jahren immer noch fast jeden Tag irgendwo im Radio hört, sei es von ABBA selbst oder diese zahlreichen Coverversionen von den verschiedensten Künstlern wie zum Beispiel Madonna. Tja, und wer hätte damit gerechnet, dass selbst die mittlerweile über 70-jährigen Bandmitglieder nochmal ein Comeback wagen wollen? Wahrscheinlich niemand. Aber mit dem kürzlich neu erschienenen Album Voyage liefern ABBA nicht nur brandneue Musik, sondern kündigen auch für 2022 ein Konzert in London an. Allerdings wird man die vier Künstler dort nicht auf der Bühne treffen. Ja, wie ist denn das jetzt möglich? Wird sich der oder die eine oder andere jetzt wahrscheinlich fragen? Jetzt heißt's willkommen in der Zukunft, denn ABBA werden mit Hilfe von Avataren quasi auf die Bühne projiziert. Ein Konzert ohne den Künstler? Das ist durchaus möglich. Mit digital angefertigten Modellen der Künstler selbst, einem sogenannten Avatar. Bewegung, Gestik und Mimik werden auf den digitalen Körper übertragen. Ähnlich wie bei Animationsfilmen und anschließend auf eine durchsichtige Digital Wall projiziert. In Japan existiert diese Konzerttechnik schon seit Jahren. So wurden auch schon Manga-Figuren mit künstlich erzeugten Stimmen erschaffen, die Konzerthallen wie richtige Megastars füllen. Die Japaner wieder etwas schneller, aber man muss ja nicht gleich mit einem Konzert wiederkommen. Legende Elton John hat sich dann nämlich auch was ganz Besonderes einfallen lassen. Auch er ist wieder da. Songwriter, Komponist und Musiklegende Elton John. Mit dem neuen Album The Lockdown Sessions holt sich der Künstler den modernen Zeitgeist mit derzeit beliebten Sänger und Sängerinnen wie Dua Lipa, Charlie Puth und Lil Nas X. Ja, haben wir jetzt noch ein bisschen bis Jahresende. Aber ich glaube, dass da noch ein Comeback kommt. Irgendein total Überraschendes, mit dem niemand gerechnet hätte. Ich werde auf jeden Fall davon berichten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye.